Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge möchte ich euch nochmal auf die verschiedenen Möglichkeiten mit dem Rechteck hinweisen, die es bei JavaScript gibt. Das ist leider so ein bisschen verwirrend und auch anders als bei den ganzen anderen Funktionen, wo man wirklich Pfade zeichnet. Und das bietet hier JavaScript in einer etwas anderen Form an. Kennengelernt hattet ihr ja schon die oberen drei Befehle fill rect, clear rect, stroke rect und die werden immer mit dem linken oberen Eckpunkt angegeben und dann mit Breite und Höhe. Und dann gibt es noch den Befehl rect und rect sollte eigentlich einen Pfad zeichnen, tut es auch, aber da gibt es so ein paar Besonderheiten. So, das zeige ich euch aber am besten live und wir gehen gleich mal in das Programm hinein. So, ich habe mir hier wieder mein Programm ganz leer gemacht, nur die notwendigen Sachen, also das mit der Variable bis hier in JavaScript, aber ansonsten wird jetzt erstmal gar nichts gezeichnet, sodass das Ganze auch eben hier eine leere Leinwand ergibt. So, und als erstes machen wir mal ein gefülltes Rechteck. Und das machen wir von 50, 50 bis 250, 250. So, und wenn ich das jetzt auf meinem, upsala, auf meinem Browser darstellen lasse, dann seht ihr, gibt es ein schwarzes Rechteck. So, ganz einfach und simpel. So, da kann ich jetzt auch die Füllfarbe ändern, das mache ich jetzt mal nicht. So, wenn ich jetzt da rein ein Clear Rect setze, dann wird alles, was gezeichnet ist, in diesem Rechteck gelöscht. So, und dann mache ich mal 70, 70 und dann 210, 210. So, also das sind 20 Pixel jeweils Abstand ergibt auf allen Seiten. Und wenn ich das jetzt lade, dann sieht das so aus. Ja, also habe jetzt dort einfach den Teil des Rechtecks mit Clear Rect gelöscht. So, das Clear Rect, das benutzen wir ja auch, wenn wir Animationen machen, um einfach den Bildschirm zu löschen. Den gesamten Punkt. Und das letzte ist Stroke Rect, das letzte von den erstmal so den normalen Befehlen. So, und dann machen wir jetzt 90 und 90 und 170, 170. So, und wenn ich mir das jetzt anzeigen lasse, wird wieder ein kleines Rechteck in das größere Rechteck reingezeichnet. So nämlich. Ja? So. Gut, und all das wird jetzt, kann jetzt nicht an Pfade angebunden werden. Jetzt haben wir noch den Befehl Brett.rect. Und auch da gebe ich jetzt an ein Rechteck. So, und wenn ich das jetzt hier allerdings angebe, und zwar einfach so angebe, wie ich das gewohnt bin von den anderen Rect-Befehlen, dann werdet ihr sehen, da passiert überhaupt nichts. So, wenn ich das jetzt hier lade, sieht man nichts. So, und das liegt daran, dass das ein Pfad ist. Dummerweise brauche ich den Pfad weder zu öffnen noch zu schließen. Das macht dieser Befehl selbst. Ich muss ihn nur zeichnen. Das heißt, ich muss dahinter ein Brett und ein Stroke schreiben. Und genau dann sehe ich auch das Rechteck. Wenn ich hier, so, jetzt habe ich mich irgendwie verschrieben. Ah ja, da, genau, 110. So. Und damit ist sozusagen so das als Pfad zu nehmen, ist ein bisschen witzlos, weil es ist eben nicht mehr angebunden an irgendetwas anderes. So, ich kann dahinter jetzt zum Beispiel solche Sachen machen wie Brett Punkt und dann Line to
Und dann machen wir hier jetzt mal 100,300. So. Und jetzt geben wir dem Ganzen auch nochmal eine andere Farbe. Stroke Style ist gleich Red. Damit wir das ein bisschen besser sehen. So, also ich kann schon das Viereck jetzt hier als Pfad weiter benutzen und ihr seht, dass der dann von der linken oberen Ecke aus weiterzeichnet. Wofür das gut ist, weiß ich nicht. Manchmal braucht man das ja, dass man einfach ein Rechteck in den Pfad reinsetzen muss, aber gut, okay. Also das ist schon, oder damit kann man dann schon eben tatsächlich längere Pfade aufbauen, aber wie ihr hier gesehen habt, das Open oder das Begin Path und End Path brauche ich hier gar nicht. Also, ich kann das reinsetzen, muss es aber nicht. Mal Close Path heißt es ja. Also man sieht ja jetzt nichts, weil es überhaupt nichts anderes macht. Ich müsste jetzt hier nochmal, vielleicht einfach nochmal das Ganze auf eine andere Koordinate setzen, damit man sieht, dass der das auch übernimmt. Ja, so, ne? Gut, okay. Das nur zur Vollständigkeit. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, uns ein Rechteck zu zeichnen. So, bei den ersten dreien brauche ich keinen Zeichenbefehl, keinen zusätzlichen Zeichenbefehl. Die werden automatisch gezeichnet. Und bei dem dritten, bei dem vierten hier, bei dem einfachen Rect, brauche ich den Zeichenbefehl. Ansonsten kann ich das Rechteck an einen Pfad anbinden. Und der Pfad beginnt in der linken oberen Ecke und endet in der oberen Ecke, wenn ich nur das Rechteck zeichnen lasse. Gut, das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal zeige ich euch nochmal eine Sache mit der Farbe. Und im übernächsten Video zeige ich euch verschiedene Möglichkeiten, den Stroke, also die Linie zu manipulieren. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.